Große Europäer, Politiker, Unternehmer, Kunstsammler, Olympiasieger, Wirtschafts- und Finanzexperten. Sie alle prägten auch im 18. Jahr Menschen in Europa nachhaltig. Die traditionell erste Veranstaltung von Menschen in Europa 2013 war auch in diesem Jahr der Internationale Volksmusiktag. Das malerische Areal des Kloster Aldersbach bot die perfekte Kulisse. Zahlreiche Aussteller und regionale Gruppen verschafften allen Volksmusikanhängern einen Tag der Extraklasse. Für zusätzliche Abwechslung und internationalen Flair sorgten Gruppen aus Österreich, Georgien, Italien, der Slowakei, Serbien, Tschechien, Bulgarien und Indonesien und verwandelten das Kloster Aldersbach in ein Volksmusikmecker. Den diesjährigen Volksmusikpreis 2013 in der Kategorie Volkstümliche Musik erhielt Heino aus den Händen seines engen Freundes Florian Silbereisen, dem Preisträger des letzten Jahres, der für Heino sehr persönliche Worte fand. Er denkt nicht nur grenzenlos. Er arbeitet nicht nur grenzenlos. Er ist nicht nur ein grenzenloser Freund, sondern er liebt auch grenzenlos. Den Preis für Volksmusik und Publikumspreis erhielten die Lokalmatadoren aus Aldersbach, die Gruppe Krach und Fürchterlich. Kunst und Unternehmertum. Kaum ein Mensch vereinigt diese zwei Genres in einer Person so sehr wie Professor Dr. Reinhold Wirth. Aus seiner umfangreichen privaten Sammlung an Exponaten stellte der Unternehmer und Selfmade-Milliardär die Sammlung Fundsachen für Nichtleser von Nobelpreisträger Günter Grass, dem Verlagshaus Passau, zur Verfügung. Der ehemalige bayerische Staatsminister und stellvertretende Ministerpräsident Martin Zeil fand in seinen Grußworten die passenden Worte für einen Menschen von Wirths Format. Ein erfolgreicher Unternehmer vollbringt das faszinierendste Kunststück. Denn Geld verdienen ist eine Kunst, arbeiten ist eine Kunst und erfolgreiches Unternehmertum ist die größte Kunst. Auch die Sorgen der Menschen sind Thema bei Menschen in Europa. Seit 2008 ist das Wort Finanzkrise in der internationalen Politik allgegenwärtig. Doch wie beendet man diese Krise? Den vermeintlichen Super-GAU diskutierten Dr. Theodor Weimer, Country Chairman Germany UniCredit und Vorstandssprecher der Hypo-Vereinsbank, der ehemalige bayerische Finanzminister und aktuelle Präsident des Sparkassen- und Giroverbands, Georg Fahrenschon, und Handelsblatt-Herausgeber und Publizist Gabor Steingart, moderiert von Udo van Kampen. Euro-Krise. Werden die Sparer zur Kasse gebeten? Insgesamt nahmen die Runde den deutschen Sparern ihre Sorgen. Gabor Steingart versprach: Und da kann Brüssel sich auf den Kopf stellen. Berlin ist nicht ein Vorort von Brüssel. Es wird nicht dazu kommen können. Europa ist, glaube ich, an dem Tag beendet, wo man glaubt, dass man die Sparguthaben dieses und anderer wohlhabender Länder anschließen kann, sozusagen in einen Kreislauf, wo sie abgesaugt werden können, wenn irgendwo in Nikosia oder in Madrid oder in Bilbao irgendwas schief geht. Das wird nicht passieren können. Sicherheit für die Einlagen seiner Sparkassen versprach Fahrenschon mit klaren Worten. Die Sparkassen haben 130 Milliarden mehr Einlagen, als sie Kredite ausreichen. Mhm. Mir ist als deutscher Sparkassenverbandspräsident die Entwicklung des internationalen Finanzmarkts eigentlich egal. Eine Hommage an den Ursprung der Veranstaltungsreihe mit Kultur in Europa lieferte Dr. Weimer im Anschluss an die Podiumsdiskussion durch ein spontanes Medley am Klavier. Wenn die Europa-Hymne durch das Medienzentrum der Verlagsgruppe Passau schallt, dann muss Menschen in Europa Persönlichkeiten mit europäischem Glanz nach Passau gelotst haben. Für ihre Lebensleistung zum Wohle der Integration der Europäischen Union wurden Valéry Giscard d'Estaing und Romano Prodi mit dem Menschen in Europa Award 2013 geehrt. Dass ihre Leidenschaft für die europäische Idee bis heute nicht erloschen ist, bewiesen die Elder Statesmen in einer vorangestellten Diskussion, moderiert von Dr. Fritz Pleitgen. Wir sind schon auf gutem Weg.
Aber wir müssen den Menschen für zukünftige Wahlen wirklich vor Augen halten, dass es nicht darum geht, für das zu wählen, was wir schon haben, was existiert. Denn den Menschen gefällt nicht das, was sie haben, wie das funktioniert, das gegenwärtige europäische System. Sie müssen dem zustimmen, was wir versuchen zu erreichen. Also wir versuchen, eine Wirtschaftsmacht aufzubauen, eine Weltmacht, Europa. Und wenn wir das machen, dann wird der Rest automatisch von alleine kommen. Auch Romano Prodi stellte die Notwendigkeit der EU gesondert heraus. Das heißt also, die Wahl ist ganz klar. Wir können wohlhabend sein, wir können vielleicht sogar ein bisschen reich werden, aber wenn wir uns nicht zusammentun, dann zählen wir einfach nicht, dann existieren wir nicht. In einer launigen und sehr persönlichen Laudatio ehrte der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, Dr. Wolfgang Schüssel, die zwei Preisträger und ihre Verdienste um Europa. Und diese beiden Persönlichkeiten, die wir heute ehren dürfen, die zeigen uns etwas, dass es lohnt, ein starkes, selbstbewusstes Europabewusstsein zu entwickeln. Man braucht sich doch weder vor Chinesen noch vor Amerikanern oder sonst jemanden verstecken. Das sind Personen, die aber eines sind: exzellent und nicht Mittelmaß. Wenn wir europäische Führung, europäische Rolle wollen, dann brauchen wir solche Persönlichkeiten und nicht irgendjemanden, der gerade angenehm ist oder leicht zu handeln. In diesem Sinn, wir gratulieren, wir verneigen uns vor euch. Der geschichtsträchtige Abend hatte für sein Publikum eine Überraschung parat. Helmut Schmidt nahm als dritter Preisträger den MIE Award in Hamburg entgegen. Und Helmut Schmidt wäre nicht er selbst, wenn seine Dankesworte in einer Videobotschaft nicht mit einem Appell für die Zukunft verbunden wären. Und deswegen möchte ich meine Worte des Dankes mit dem Wunsch verbinden, dass die Verlagsgruppe Passau in naher Zukunft die gut begründete Gelegenheit haben möge, jüngere Preisträger als ein Mann von bald 95 Jahren auszuzeichnen. Jüngere Preisträger, die den Mut und die Entschlossenheit bewiesen haben, Europa aus seiner gegenwärtigen Krise herauszuführen. Olympia 2014, der Traum von Gold. Hautnahe Einblicke lieferten die Olympiasieger Georg Hackel, bekannter als der Hackel Schorsch, und Maria Höfel-Riesch in ihren Erlebnissen rund um den olympischen Traum und dem Gewinn der Goldmedaille auf dem Podium des Medienzentrums Passau. Und viele stellen dann die Frage, ja, sie hatten ja den tollen Erfolg in Vancouver und sie wollen ja diese Titel sicher verteidigen, oder? Und dann sage ich immer, ich muss da nichts verteidigen. Ich habe das damals gewonnen und das bleibt mir, das kann mir keiner mehr nehmen. Genau. Zu Olympia gehört aber mehr als Sport. Seine Unschuld hat das Event verloren. Olympia ist heute Kampfzone der internationalen Politik. Die Vergabe an Sochi ging mit weltweiter Kritik einher. Und so fand auch die restliche Runde um Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, dem Unternehmer und Geschäftsführer der Olympiabewegung 2018 für München, Willi Bogner, und dem Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, Dr. Michael Vesper, klare Worte. Und da wird also unter wirklich menschenverachtenden Bedingungen werden da die Sachen geschaffen. Und das ist irgendwo aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Und ich muss sagen, ja, das ist ja schwierig im IOC, das ist ja auch eine sehr heterogene Gesellschaft. Und dass da die Entscheidung so ausgefallen ist, dass sich der Wladimir Putin diese Spiele mehr oder weniger kaufen konnte, damit hat sich das IOC keinen Gefallen getan. Das muss ich so offen sagen. Gefallen dagegen fand die Niederbayerische Philharmonie und ihr Konzert für die Kinder. Den Krach im Orchestergraben zu bekämpfen, war das Ziel der Niederbayerischen Philharmonie. Interaktiv brachte die Kinderveranstaltung von Menschen in Europa Kindern ab 4 Jahren alles Wichtige um ein Orchester und den beteiligten Instrumenten bei. Wer gehört zu wem? Wie entsteht eine harmonische Symphonie und wer hat das beste Instrument? Ein gelungener Nachmittag für Jung und Alt.
ARD-Chefredakteur Thomas Baumann widmete sich als Moderator zusammen mit einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde dem Wirtschaftsstandort Deutschland und stellte sich die Frage, trotzen wir weiter der Krise? Adidas-Vorstandsvorsitzender Herbert Heiner, der Unternehmer Hans-Rudolf Wöhrl und Professor Dr. Rudolf Hickel diskutierten lebhaft den Exportüberschuss, die Große Koalition und Arbeitsmarktreformen. Das sind kluge Unternehmen und ich sage Ihnen, am Ende, wenn wir irgendwo so einen Mindestlohn haben, über den wir hier nicht reden brauchen, dann haben wir auch stabilere Verhältnisse und da stehen wir in Deutschland besser da, da bin ich ganz sicher. Einig war sich das Podium in der Tatsache, dass große Reformen in Deutschland nötig sind, allerdings durch die Interessen der Parteien blockiert werden. Das Grundproblem, das wir haben, nach meinem Dafürhalten, ist, dass man heute in Deutschland und wahrscheinlich in vielen Ländern Wahlen nur noch gewinnt, wenn man Geschenke verteilt. Thomas Baumann führte eine launige Runde, die schwerwiegende Probleme kenntnisreich diskutierte, aber auch den Humor nicht zu kurz kommen ließ. Ganz offen, ich habe gesagt, das Allerliebste wäre mir eine Minderheitsregierung. Meine Frau, die in der Politik ist, sagt ja, dann passiert nichts, sage ich, wunderbar. Das wäre das Beste, was dem Lande passieren könnte, wenn nichts mehr passieren würde. Auf die Suche nach Kunst und verborgene Schätze begaben sich Menschen in Europa und das internationale Auktionshaus Sotheby's. Experten aller Fachbereiche fanden den Weg ins Medienzentrum und schätzten die mitgebrachten Gemälde, Holzschnitte, Bücher, Taschenuhren und weiterer Kunst und Krempel. Für viele Überraschungen sorgen die künstlerischen und geldwerten Einschätzungen der Experten, auch wenn ab und an auf den emotionalen Wert mitgebrachter Gegenstände verwiesen wurde. Furios und geschichtsträchtig geht Menschen in Europa 2013 damit zu Ende. Doch 2014 verspricht bereits neue Highlights für die Drei-Flüsse-Stadt Passau, die Verlagsgruppe Passau und Menschen in Europa.